Heute zeige ich dir, wie man russische Eier macht. Das ist ein super tolles Rezept, ideal zum Snacken an Weihnachten oder einfach für zwischendurch. Und dann legen wir los. Du brauchst zuerst kleingeschnittene Gurken, dann kleingeschnittene Möhren. Ich habe die Möhren hier geschält und dann kleingeschnitten. Außerdem kommt eine gute Portion Mayonnaise hinzu. Und im Anschluss wird alles gut verrührt. Dann brauchst du dafür ungefähr 4 gekochte Eier. Achte darauf, dass sie wirklich gut durchgekocht sind. Im Anschluss halbiere ich die gekochten Eier einmal in der Mitte durch. Nun garnierst du die Eier auf ein schönes Tablett und obendrauf kommt unsere Creme. Das Ganze kannst du dann noch mit Schnittlauch toppen und fertig sind unsere russischen Eier. Das ging doch wirklich schnell, oder? Also lass es dir schmecken und guten Appetit! Schau dir auch unbedingt die anderen Rezeptvideos an. Da ist auch sicherlich was Leckeres für dich dabei. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.